Lieber Zwillinge, das ist die allgemeine Monatsprognose für Oktober 2020. Du beginnst den Monat mit einem Vollmond in Widder. Bis zum Ende dieses Monats wirst du neue Initiativen ergreifen, die in Verbindung mit dem Themen Wohnsituation oder Familie zusammenliegen. Wahrscheinlich wirst du eine neue Geldinvestition tätigen oder finanziell ins Risiko gehen. Im Allgemeinen solltest du deine Zielsetzung optimieren, damit du das Beste aus diesem Monat herausholen kannst. Am 4. geht Pluto direkt in Steinbock. Im Bereich der privaten und geschäftlichen Beziehungen sind in den letzten Monaten Situationen aufgetaucht, die deine psychologischen Überzeugungen tiefgreifend geändert haben. Vieles, was verborgen war, kam in den letzten Monaten gewaltig zum Vorschein und dadurch bist du reifer und stärker geworden. Es kann sein, dass du eine Angst überwunden hast. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. Man könnte mit dieser Konstellation viel unterwegs sein oder dafür sorgen, dass eine wichtige Sache sich erwartungsgemäß entwickelt. Diesbezüglich, meine liebe Zwillinge, ist es wichtig, sich an das Wesentliche zu konzentrieren. Zwischen 10. und 12. des Monats hast du Merkur Sextil Venus. Ein geselliges Treffen kann sich mit dieser Kombination ergeben. Wenn du eine Freundin oder Tochter hast, dann wirst du dich mit ihr viel beschäftigen und mit ihr für mehr Ordnung zu Hause sorgen. In Sachen Liebe und Flirten sind zufriedenstellende Ergebnisse zu erwarten. Am 14. geht Merkur rückläufig in Skorpion und dieser Einfluss bleibt bis zum 3. November. Möglicherweise lenkst du deinen Fokus auf Themen wie zum Beispiel Ernährung, Gesundheit und körperliche Aktivität und Wohlbefinden. Wahrscheinlich hast du einiges zu lernen oder zu erforschen. Es kann auch sein, dass du im Alltag etwas sortieren und umorganisieren musst. Zwischen 13. und 16. des Monats haben wir einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Ein wichtiger Termin steht dir bevor. Es kann eine Situation entstehen, die dir entweder eine fröhliche oder traurige Erfahrung bringt. In Sachen Arbeit, Geld und Liebe gibt es Geheimnisse oder peinliche Entdeckungen, die bald ans Licht kommen. Am 6. des Monats haben wir einen Neumond in Waage. Neues in den Bereichen der Liebe, Bildung und Kinder sind bis zum Monatsende möglich. Deine kreative Entfaltung steht im Vordergrund. Eine unerwartete Reise oder Besuch kann sich bis zum 24. Monatstag ergeben. Danach, zwischen 17. und 24. des Monats, haben wir Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Man könnte andere Menschen zu sich nach Hause einladen. Der Kontakt zu Familienmitgliedern dürfte sich intensivieren und man könnte sich an schöne Erlebnisse erinnern. Zwischen 19. und 30. des Monats hast du Mars Quadrat Jupiter. Meinungsunterschiede können einfacher als sonst eintreten. Ein Mensch kann sich gegen dich wenden oder versuchen, dir heimlich zu schaden. Und dann zum Schluss am 31., meine liebe Zwillinge, beendest du Oktober mit einem Vollmond in Stier. Eine geheime Begegnung ist möglich. Sei vorsichtig, wenn du deine Sachen jemandem anvertraust. Vielleicht solltest du das nicht tun, vor allem wenn du diesen Menschen nicht so gut kennst. Liebe Zwillinge, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Oktober 2020. Wenn du eine genauere Prognose, eine individuelle Vorausschau für das nächste Jahr oder für die kommenden Monate, dann kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen, falls du das brauchst. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück
und Erfolg im Oktober 2020. Vielen Dank, bleib gesund und bis zum nächsten Video.